Der Volvo XC40 Recharge. Seit 2018 rollt er bereits als Verbrenner in Belgien vom Band. Nun kommt die Elektroversion auf den Markt. 408 PS und Allrad lassen den Volvo mit Polestar-Technik in 4,9 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Das Fahrwerk ist sportlich abgestimmt, die Reichweite beträgt über 400 km. Mit 4,42 Meter Außenlänge geht der XC40 noch als kompakt durch. Dabei bietet er Platz für die ganze Familie. Er bietet modernste Technik mit Android Automotive oder dem neuen Advanced Driver Assistance System, das mit Kameras, Radar und Ultraschallsensoren Volvo auf dem Weg zum autonomen Fahren vorbereitet. Ich stelle euch im Video alles vor, was ihr zum XC40 Recharge wissen müsst. Volvo XC40, ja, zu dem Fahrzeug ist ja eigentlich schon vieles gesagt worden. Im Prinzip eine bekannte Hülle mit komplett neuer Technik, das heißt jetzt als Elektro. Und deswegen haben wir diese Kulisse genommen. Auch hier die alte Speicherstadt mit modernsten Bürogebäuden etc. Das ist eigentlich für uns die perfekte Umgebung für den Volvo XC40. Aber ganz im Ernst, muss ich euch jetzt so viel erzählen über das Fahrzeug? Ich habe da eine ganz andere Idee. Lasst uns doch einfach mal einen kleinen Q-Check machen zum XC40 und ich würde euch gerne zeigen, was mir an dem Fahrzeug bisher aufgefallen ist. Eigentlich möchte ich es machen wie bei jedem Q-Check. Das heißt, wir fangen wieder hier vorne links an, gehen einmal ums Fahrzeug rum, dann gucken wir uns Türen und Klappen an und am Schluss den Innenraum. Und den ersten Punkt, der ist mir eigentlich schon ziemlich weit und ziemlich schnell aufgefallen. Das ist hier diese Fuge von der Motorhaube. Die gucken wir uns mal eben an, denn das fällt selbst euch auf. Diese Fuge hier, die sieht optisch so aus, als wenn die keilförmig aufgeht. So, jetzt kann ich natürlich mal eben gucken, wie flach oder wie groß diese Fuge ist. So, 3,5 passt überall rein. 4 ist eng, 4 ist eng. Das heißt, in der Höhe ist die Fuge komplett identisch. Aber, was ihr vielleicht mutmaßt, die Haube, die steht hier hinten, zieht die sich nach innen rein. Das heißt, genau im Übergang hier vorne bin ich plan. Hier kann ich auch was drauflegen. Und hier hinten habe ich einen Unterstand von, ich gucke mal eben, ich schätze mal 1,5 mm sind das sicherlich. Ja, das sind 1,5 mm. Das heißt, die ganze Haube, die zieht sich hier nach innen so rein. Und das merkt ihr genau dann auch hier in dem Übergang. Ihr wisst, der schuppige Aufbau, den haben wir hier im unteren Teil des Kotflügels, haben wir den genauso, wie es sein soll. Hier oben aber merkst du, dass man hier also nahezu plan ist. Und das ist das, was man auch sieht, wenn man von hier oben drauf guckt. Hier ist ein bisschen zu viel umwölbt. Ein nächster Punkt, den habe ich hier vorne schon gesehen, das fällt einfach auf, weil der Kontrast sehr stark ist. Das ist hier für die Scheinwerferreinigungsanlage. Das ist die Kappe, die fährt raus und dann säubert er die Scheinwerfer. Da ist der umlaufende Spalt, der ist ungleichmäßig. Ich habe hier an der rechten Seite, ja, da geht 1,5 rein. Und ich habe auf der anderen Seite, hier wo es eng wird, 0,7. Ist normalerweise echt wenig, aber wie ihr seht, fällt es dann doch im Bild sehr auf, gerade wenn man sich die andere Seite dazu ansieht. Vorne Grill geschlossen, das ist eigentlich das große Unterscheidungsmerkmal des XC40 von seinen Verbrennerbrüdern. Der Grill ist nämlich komplett geschlossen. Hier vorne im Volvo-Emblem habt ihr unter anderem dann die Kamera drinne, die für das Surround Bird View Navigation, hätte ich fast gesagt, Einparksystem vorhanden ist. Ja, ansonsten aber muss man ganz klar sagen, schöne geschlossene Front. Wirkt für mich fast so ein bisschen, und man mag mich jetzt vielleicht Lügenstrafen, aber so ein bisschen die Optik mit den Scheinwerfern und dem Grill hat was vom Mach-E. Kommen wir nun mal von der Front zur anderen Seite. Auch hier haben wir beim Spaltverlauf der Motorhaube im Übergang zum Kotflügel genau die gleiche Stelle. Das heißt, das ist tatsächlich wohl ein Serienthema. Guckt bei euren XC40 mal, wie es bei den Fahrzeugen ist. Würde mich interessieren, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten haben wir hier etwas, das berichte ich immer wieder. Und das ist der Übergang, dieser schuppige Aufbau. Und das merkt man jetzt an dieser Stelle. Die Tür steht leicht im Plus. Das heißt, sie steht leicht über zum Kotflügel. Das sollte genau andersrum sein. Sie sollte leicht unterstehen. Ist minimal, aber das habe ich euch auch schon mal erzählt. Das fühlt ihr. Und ich kann es mit meiner Fühlerlehre zum Beispiel auch
sehen, wenn ich die jetzt hier anlege, dann ist das hier leicht im Plus. Lass uns mal ein bisschen über das Design reden. Ich habe mir den XC40 wirklich ganz bewusst in Sage Green, also Salbeigrün, ausgesucht, weil ich finde, die Farbe, dieses Salbeigrün, hat so ein bisschen Military Look. Und gerade im Kontrast mit dem schwarzen Dach, dem schwarzen Spiegelkappen, wirkt das sehr, sehr stimmig. Was mir aufgefallen ist, ähnlich wie beim A-Ways, das Video verlinke ich euch hier nochmal, geht auch hier die A-Säule unter die Motorhaube. Das sorgt dafür, dass man hier überhaupt nicht den Problem eines vielleicht komplizierten Überganges hat im Rohbau. Das sind wirklich ganz schwierige Passungen, die dann hier entstehen. Man hat nur an der Seite hier einen kleinen Spalt und den sollte man hinbekommen. Ansonsten lasst uns mal das Fahrzeug in der Totalen aus der Seite angucken, wie der XC40 Recharge so dasteht. Lass uns mal über die technischen Daten des Volvo XC40 Recharge reden. Allradantrieb, zwei permanent Synchronmotoren an der Vorder- und an der Hinterachse sorgen für jeweils 204 PS, in Summe also 408 PS. Im Unterflurbereich als T angeordnet, genau wie beim Polestar 2, der Akku 78 Kilowattstunden brutto. Netto sind das dann 75 Kilowattstunden, die euch zur Verfügung stehen, heißt eine WLTP-Reichweite von 416 Kilometer. Von 0 auf 100 geht es tatsächlich in unter 5 Sekunden. Da ist er nicht viel langsamer als der Polestar 2 selber. Insofern ein wirklich sehr spritziges Fahrzeug und der hängt richtig gut am Gas. Der macht Spaß, glaubt mir das. Wie inzwischen bei jedem Volvo-Fahrzeug ist auch der Volvo XC40 Recharge bei 180 km/h pro Stunde abgeregelt. Aber unter uns, wer in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 fährt, dem ist das auch egal. Okay, lass uns mal so ein bisschen jetzt auf die Seitenlinie gucken, Spaltmasse und so weiter. Und da fällt auf, wenn man wirklich frontal so drauf guckt, dass der Spaltverlauf vorne zum Vorderflügel zur Tür ein deutlich anderer ist, als jetzt hier zwischen den beiden Türen und hier hinten zum Seitenteil. In Zahlen ausgedrückt, und das habe ich eben mal schon mal für euch überprüft, sind es tatsächlich hier 4,5 mm, die ich hier reinbekomme. Und an der Stelle sind es tatsächlich 3 mm. Das sind also wirklich 3, da ist er. So, und hier sind 3, der ist sogar stramm drin, ne? Also tendenziell sogar nach unten. Hier unten, da stramm drin. Das heißt 1,5 mm von da nach da für ein Fahrzeug, was tatsächlich für die Presse vorbereitet ist. Das wundert mich schon ein bisschen. XC40 Recharge SUV. Aber SUV ist ja inzwischen leider nicht wirklich immer geländetauglich. Was beim Volvo Recharge jetzt hier aber auffällt, ist tatsächlich, der hat ordentlich Luft im Radkasten. Und wenn ihr auch in den Unterboden mal gucken würdet, dann sieht man, dass der doch sehr viel Bodenfreiheit hat. Das reicht für den urbanen Großstadtdschungel, aber glaubt mir, auch für schwedische Schotterpisten ist der XC40 Recharge richtig gut geeignet. Okay, lasst uns mal in den Kofferraum gucken vom Volvo XC40 Recharge. 414 Liter Kofferraumvolumen. Das ist genau identisch mit den Verbrennerbrüdern. Das heißt, trotz Elektro nimmt man hier nichts in Kauf und hat zusätzliche Ablagekapazitäten auch noch unter dem doppelten Boden. Geteilt umlegbare Rückbänke, aber ganz im Ernst, lasst uns mal auf die Königsfugel gucken. Königsfuge, der Verlauf zu den Rückleuchten rechts und links. Wenn ihr hinter dem Fahrzeug steht, dann guckt ihr genau auf diese Fuge. Beim Volvo sehr ausgeprägte Heckpartie, sehr maskulin gestaltet, wie inzwischen bei jedem Volvo, ist die Einpassung der Heckklappe hier richtig gut gelungen. Fast schon ein sogenanntes Seamless Heck, das heißt der Übergang vom Seitenteil in die Heckklappe, die ist hier in einem Guss, als wenn es hier so aus einem Stück rausgefräst wurde. Was aber hier auffällt, und das zeige ich euch jetzt gleich, das ist hier ein deutlicher Überstand. Also
leider nicht ganz so seamless, wie es sein soll. Ein weiteres Thema, was hier gerade von hinten auffällt, auch wenn die Königsfuge schön geometrisch gut ist, ist der Spaltverlauf unter der Heckklappe. Das seht ihr, wenn ihr von dem zu diesem Bereich guckt, der geht hier richtig auf. Der ist deutlich breiter als auf der anderen Seite. Kommen wir mal zur Ladetechnik des Volvo XC40 Recharge. Natürlich ist er ausgestattet mit einem CCS-Port. Er lädt an DC mit maximal 150 kW. AC kann er 11 kW, dreiphasig, also State of the Art. So muss es sein. Ja, ihr merkt, das ist schon ein etwas anderer Review als das, was ihr vielleicht sonst von YouTube gewohnt seid. Aber ganz im Ernst, mein beruflicher Background als Qualitätsingenieur, der bietet mir einfach auch solche Möglichkeiten. Und das möchte ich euch zeigen, wie zum Beispiel auch ein Fahrzeug wie der Volvo XC40 dann hier so dasteht. Lasst uns mal in den Innenraum gucken. Ab ins Auto. So, gucken wir uns zuerst einmal die Sitzposition, die Sitze hier im Volvo an, und da kann ich euch mal beruhigen, die sind äußerst gemütlich, Vollledersitze, ohne Sitzbelüftung in diesem Falle. Sitzheizung ist natürlich vorhanden. Und was finden wir jetzt hier in dem Fahrzeug? Also einmal ein geschmeidiges Lederlenkrad an den Seiten hier perforiert, dann die Einleger hier, Harman Kardon Soundsystem, was natürlich auch richtig guten Sound macht. Aus GEMA-Gründen machen wir jetzt die Musik nicht an. Und ansonsten hier das senkrecht stehende Display hier im Volvo mit dem Android Automotive System. Ja, genau wie beim Polestar 2 bietet auch der XC40 Recharge nämlich Android Automotive in seinen Funktionen deutlich limitierter als das, was sonst vom XC40 als Verbrennermodell bekannt war. Der hat auch kein Android Automotive an Bord. Wurde bewusst so gemacht, weil man ausgewertet hat, was nutzt der normale Fahrer eines Volvos XC40 in diesem Fall eigentlich und was nutzt er nicht. Und das, was nicht genutzt wurde, zum Beispiel das Verstellen der Farben, des Ambientelichtes oder so weiter, das hat man einfach rausgelassen. In diesem Fall, hier in diesem Fahrzeug, hat der XC40 Recharge ein Glasdach oben. Das lässt sich kippen, nicht ganz auffahren, und ansonsten die Bedienelemente ist alles Touch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier auf die Lampe drücke, dann funktioniert das sofort ohne ein Klickern oder ähnliches. Genau so funktioniert das auch bei dem Schiebedach. Alles per Sensorschalter. Ja, zu Android Automotive wurde eigentlich ja schon alles gesagt. Ich möchte jetzt hier im Speziellen nicht drauf eingehen. Navigiert wird natürlich über Google Maps. Und dann habt ihr alle Möglichkeiten der Einstellung, Fahren, Aufladen, Ladelimits setzen, Konnektivität, also das Einbinden eures Handys, sowie das Einstellen der Bedienelemente. Und einzelne Profile lassen sich hier im Fahrzeug anlegen. Aber wie gesagt, da gibt es ausführliche Videos. Man kann jetzt hier nochmal auf das Klimasystem eingehen, aber auch da ist eigentlich nichts Besonderes vorhanden. Insofern lasst uns auf die anderen Sachen hier im Fahrzeug konzentrieren und nicht auf Google bzw. Android Automotive. Lasst uns mal auf das Fahrer-Entertainment-System gucken. Also der Bildschirm mit Android Automotive ist hier und vor euch seht ihr dann das Instrumentencluster, natürlich in digitaler Variante. Mittig, in diesem Falle, habe ich mir jetzt gerade mal die Navigationskarte eingeblendet. Auf der linken Seite seht ihr die Geschwindigkeit. Ihr seht, in welchem Gangwahlbereich ihr seid, und ihr seht auch natürlich auf der rechten Seite, ob ihr gerade rekuperiert oder ob ihr gerade Strom verbraucht. Interessant, neben dem tatsächlichen Verbrauch, den ihr gerade habt, ist es auch, dass die Batterie-Restreichweite in Prozent angegeben wird. Das heißt, hier in diesem Falle stehen hier gerade 94%. Die 94%, die werdet ihr aber nie in Kilometer sehen. Das ist von Volvo ganz bewusst so gewollt. Die haben gesagt, es gibt so viele Einflüsse, die eine wirkliche, tatsächliche Restreichweite tangieren, dass man die nicht ständig zeigen möchte. Erst ab 20%, das heißt, wenn es wirklich dann ein bisschen weniger wird, wird eine Restreichweite angezeigt, die sich auf euer dann in dem Moment tatsächliches Fahrverhalten auswirkt. Das heißt, so wie ihr fahrt, so wird dann die Restreichweite dort angezeigt werden. Was zum Innenraumcheck natürlich dazugehört, das ist das Sitzangebot.
Ich habe den jetzt hier auf mich eingestellt. Ich bin 1,75 Meter groß. Das heißt, es gibt Menschen, die sind größer, es gibt Menschen, die sind kleiner. Und jetzt lass uns mal gucken, wie es hinter mir aussieht, wenn ich den Sitz auf 1,75 eingestellt habe. So. Das ist ordentlich. Das ist wirklich ordentlich. Also hier oben am Kopf wird es tatsächlich ein bisschen eng. Das ist auch dem Glasdach geschuldet, weil man quasi wie so eine zweite Ebene natürlich den Platz für das Glasdach selber braucht und für die Jalousie. Aber das, was ich hier vorne habe, das ist richtig, richtig viel Platz. Also da möchte ich sagen, da kann ich ja fast meine Beine überschlagen. Und das beeindruckt mich gerade sehr positiv, muss ich sagen. Man sitzt ansonsten sehr gemütlich, nicht zu aufrecht. Auch die Auflage hier für die Oberschenkel ist vielleicht ein bisschen kurz. Das seht ihr. Also der Knickwinkel meiner Beine, der ist dann sonst so hier bestimmt noch weiter vorne. Wenn ich mich jetzt so hinsetze, dann habe ich hier auch eine fehlende Auflage. Aber dadurch, dass ich so viel Platz habe, kann ich mich auch richtig hinlümmeln und habe jede Menge Platz hier hinten. Also familientechnisch ist der XC40 Recharge bestens geeignet. Die alles entscheidende Frage aber eines jeden E-Mobilisten ist natürlich, hat der Volvo XC40 einen Frunk? Das gucken wir uns jetzt mal eben an. Kommt mit mir raus und lass uns mal eben reingucken. So, dann gucken wir mal. Zum Öffnen des Frunks habe ich vorne schon mal gelöst und dann habt ihr unten einen Hebel, den müsst ihr betätigen und dann könnt ihr die Haube öffnen. Und wie ihr seht, seht ihr erstmal nichts. Denn hier ist eine zusätzliche Klappe vorhanden und die öffnet dann einen 31 Liter großen vorderen Frunk. Also auch da können wir den Haken setzen. Der XC40 Recharge hat es ausgenutzt, dass vorne nicht viel Platz für einen Verbrennungsmotor benötigt wird. Und es gibt einen Frunk, in dem man locker Ladekabel und ähnliches dann reinbekommt. Was hier vorne auffällt, und das wundert mich so ein bisschen, ist so ein bisschen ja, Spritzmasse hier in diesem Bereich, so schwarze Sprenkler, merkt man auch, das ist wie so eine, wie so eine sprühbare Akustikmasse. Die habe ich hier auch nochmal gefunden am Innenseite des, der Haube. Hier ist sie vorhanden. Ja, das wundert mich schon ein bisschen, wo die herkommt. Ansonsten innen kein Klarlack, also, aber durchlackiert. Auch ungewohnt, eine Dämmmatte, das sieht man eigentlich bei einem Elektroauto selten. Muss ich ganz ehrlich sagen, warum die da ist, weil vorne gibt es eigentlich eher wenig Geräusch. Okay, damit hätten wir es auch schon. Das war mein Check zum Volvo XC40 Recharge. Kommen wir mal eben noch zu den Preisen. Aktuell ist das Fahrzeug für deutlich unter 60.000 Euro erhältlich. Und wenn euch das zu viel ist, dann wird es Ende des Jahres auch noch eine Version geben, nur mit einem Frontmotor, Frontantrieb, und der wird natürlich deutlich günstiger werden. Für mich heißt es jetzt natürlich Tschüss sagen. Wenn ihr einen XC40 Recharge habt, dann lasst uns da einen richtigen Q-Check machen. Das ist ein Pressefahrzeug. An der Stelle muss man wirklich sagen, das ist nicht dasselbe wie ein... Hast mich überzeugt, Steve? Den behalte ich gleich. Steve, Moment, Steve, Steve. Ja, Kanal abonnieren und Daumen hoch. Tschüss.